also schön langsam hat man sich mit dem Cup angefreundet in den letzten Jahren, nachdem es die Jahre vor diesem Finale zu praktisch gar nichts zu holen gab für diesen Kölner ÖFB. Freistoß am Bichl. Kurze Abwehr. Und Daniel Drescher, der aufgerückt war. Noch einmal. Ingolic. Er ist dicht natürlich. Alle wieder im eigenen Strafraum versammelt. Es mangelt nicht an Optionen und Gelegenheiten für den Tabellenletzten der Bundesliga, sich vielleicht hier aus der Krise zu schießen mit einem Cup-Sieg, vor allem mit einem Führungstor einmal. Erstmals seit dem Match in Wartersburg wäre das der Fall. Ballverlust und jetzt die Chance und Riesenmöglichkeit der Rieder vergeben von Kovacic. Lieber Kovacic, hier der Schnitzer von Luka Meisel, der lässt sich den Ball abjagen und dann, ja, muss es eigentlich die Führung für die Gäste sein, wenn es auch unverdient gewesen wäre, aber Kovacic allein vor Riegler trifft das Tor nicht. Aber was für ein schwerer Fehler, der jetzt fast wieder den St. Pöltenern die Arbeit, die Mühe zunichte gemacht hätte, die sie bisher geleistet haben. Und noch einmal Ried, gut gespielt, Wiesmeier. Und boah, das war Glück für die Niederösterreicher. Also jetzt zweimal höchste Not. Da läuft Arne Ammerer ewig mit dem Ball, dann Grubeck, Wiesmeier, ja, vielleicht abseits verdächtig, und Dominik Hofbauer war es, glaube ich, der da mit seiner Rettungstat fast noch den eigenen Torhüter gefährdet. So, erster Corner ist die Folge daraus jetzt für die SV Ried. Wiesmeier. Ein guter Kopfball von Thomas Reifelshammer. Der hat schon zweimal getroffen gegen St. Pölten. Also auf den sollte man gut aufpassen. Beide Male übrigens in der Saison 2016-17. Das ist auch ganz interessant. Die beiden Mannschaften haben in letzter Zeit nicht wirklich oft gegeneinander gespielt. In Summe gab es nur 8 Begegnungen. Und vor allem in der Bundesliga-Saison 16-17 wichtige Spiele. St. Pölten hat damals als Vorletzter den Abstieg verhindert und die SV Ried hat es erwischt. Und da waren auch die 4 Partien mitentscheidend, die zweimal an die Niederösterreicher gingen. Einmal unentschieden und einmal Ried. So, Hofbauer wieder und Kreidl verhindert einen Eckball. Stefan Nutz wird bald kommen. Das ist dann die 3. Veränderung bei den Riedern. Aber zunächst Balic und wieder Rutschpack vorbei. Das war jetzt eine schöne Viererkombination. Aber erst momentan der unglückliche Held, wenn man so will, oder der tragische Held, Pack. Super Kombination, Ljubicic auf Balic und vielleicht etwas zu scharf das Zuspiel. Pack der nächsten Chance. Also wenn der jetzt auch nicht reingeht, das gibt's ja nicht. Jetzt war der Ball schon fast über der Linie.
Und dann der Gewaltschuss wieder von Mohamed Begovic. Wie haben es die St. Pöltener hier geschafft, das Tor nicht zu erzielen? Ingolic. Und dann Luxbacher aus einem Meter. Ich denke, Reifelshammer hat sich da hineingeworfen. Also wenn es noch einen Beweis für die Torungefährlichkeit des Tabellenletzten der Bundesliga gebraucht hat, das ist der Beweis. Und jetzt kommt René Gadler für Hussein Balic ins Spiel. Jetzt muss es der Routinier richten, der 34-Jährige. Von Lugonia an Luxbacher und fast jetzt gereicht für den Gegenstoß. Wieder Davies. Ohne zu schauen jetzt das Zuspiel. Das könnte gut klappen, Mohamed Begovic. Eine wunderschöne Flanke und ein Traumtor von Pack. Flugkopfball in der 85. Minute. St. Pölten führt. Ahmed Mohamed Begovic, der hat schon einige Male aus der Ferne angerissen. Planlos, würde ich sagen. Aber hier trifft er den Ball perfekt und Pack wirft sich in diese Flanke. Also das war eine Schussflanke vom Allerfeinsten. Und auch ein Kopfball. Erstes Kopftor in dieser Saison für den SK in St. Pölten. Wüssten wir es nicht besser, dann hätten wir gesagt, das ist voll einstudiert gewesen. Wirklich eine gelungene Vorarbeit und ein toller Abschluss. Und jetzt bleiben noch 5 Minuten und ein bisschen was für die Esferit.